Guten Morgen allerseits. Ich bin jetzt in Siede angekommen. Das ist der große Halteplatz von der große Busbahnhof, besser gesagt. Ja, auf jeden Fall fährt hier von unserem Hotel die Nummer 11 her und die 10 wieder zurück. Also wenn ihr hier auf dem Platz seid, hier unten ist es so, dass eben da die Kamele und so sind am Abend für die Touristen. Hier die Langstrecken, das heißt, hier geht es dann Richtung Alanya oder Richtung Antalya. Das sind diese großen Busse oftmals. Also ja. Und hier oben sind eben diese Dolmusch, diese kleineren Busse. Genau, da kommt jetzt einer. Das ist zum Beispiel so ein altes Modell. Das ist so ein Ankara Dolmusch, sagt man. Ja, das sind die ein bisschen zusammengequetscht, wie auch immer. Die fahren dann in die Dörfer und so hinaus. Und dann hast du hier da oben auch deine Taxi-Geschichte, dass du da groß, klein, wie auch immer. Ja. Ich habe auf jeden Fall meine Angelsachen dabei. Eventuell mittags mal ein Gösle mehr essen, Teechen trinken. Ayran vor allem. Schaut euch das an. Mit dem Fahrrad vorbeidonnern und richtig seine Flaschen, wie auch immer, einfach entsorgen, ohne dass man vom Fahrrad absteigen muss. Finde ich echt geschickt. Hier, wenn man einen Sonnenbrand hat, nimmt man sich ein bisschen Aloe Vera, schmiert sich ins Gesicht oder wo man es braucht. So, so sieht es hier aus. Ich laufe jetzt runter und nehme nur ein bisschen was auf für euch. Genau, das war richtig schön heute. Die haben schon 22 Grad angesagt. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Schauen wir mal, was heute geht. Auf jeden Fall sind, wie ich mitbekommen habe, also die Jungs von Antalya, die waren unten, die sagen, ja, die gelben Barracudas sind da. Genau. Das sind Art Hechte. Also zwischen Hecht und Barracuda. Sehen eher aus wie Barracudas, haben aber so einen komischen Schnabel, Maul wie unsere Hechte und werden nicht zu groß, sehr schmackhaft, sehr sehr schmackhaft und haben so, ja, so gelbe Strukturen. Ich hoffe, dass ich euch die nachher zeigen kann. Auf jeden Fall hat der Kumpel erzählt, die waren jetzt vor einer Weile, so 3 Stunden, 4 Personen haben fast 100 Fische gefangen. Also ja, die kommen dann in Schwärmen. Und wenn man dann doch irgendwie 30, 40 Mann dabei ist beim aktiven Spinnangeln, dann fangen die halt super viel. Ja, und so sieht es hier aus. Ihr seht, das sind alte Ruinen und so, gell? Schon echt krass hier. Ja. Ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ich habe jetzt hier meine Quadro Safar dabei, meine Urlaubsroute, und es ist ja auch so üblich, dass man viele, viele Abrisse hat oder viele Verluste hat, Gummifische und so, gerade wegen den Kugelfischen. Wenn die auch mal mit, ja, in einem Schwarm da auftauchen, da sind ja Kugelfische dabei, die sind 2-3 Kilo schwer. Natürlich macht es die auch Spaß zu drillen, aber man kann sie eben in dem Sinne nicht verwerten. Und genau, obwohl man jetzt ein bisschen Taschengeld kriegt vom Staat, wenn man da die Schwanzflosse, also man muss das Tier eben töten. Und dann muss man das zu der Behörde schaffen, also zum Rathaus. Und wenn man das gemacht hat, dann den Beweis mehr oder weniger gefroren auf den Tisch haut, dann bekommt man auch, mein letzter Stand, 5 Tele. 5 Tele für einen Fisch. Und ja, im Endeffekt, ein Euro ist zurzeit 20 Tele, also 25 Cent, würde ich sagen, genau, geteilt durch 4.
Und wenn wir dann doch schon so, was weiß ich, manche fangen halt auch mal mit einer Hähgähne, ja, doch schon mal, ja, keine Ahnung, 30, 40, 50 Stück, dann macht es wieder ein, zwei Schachteln Zigaretten, ja. Also so ohne ist das jetzt nicht, aber trotz alledem. Das ist schon der Wahnsinn. Da hier wieder so ein Elektrofahrzeug. Das habe ich ja schon mal in einem Video erwähnt. Hier fahren wir super viel elektrisch, weil es eben auch solche Roller, viele bauen ja die hier. Und dann sind die auch super günstig zu haben. Also das heißt, diese Zweisitzer Yukis, die kriegst du schon für 1500, also mit Akku, gell? Und da kannst du 70 Kilometer, glaube ich, fahren im neuen Zustand. Und ja, realistisch ist aber 50. Und bei den Rollern ja auch so ähnlich. Und die kriegst du schon für, ich glaube, 800 Euro. Genau. In Deutschland gibt es die gleichen, die heißen bloß anders. Ich weiß nicht, vielleicht werden die ja umetikettiert. Ja. Hier heißen die auf jeden Fall König. Kral. Das ist jetzt zum Beispiel einer, der hat einen Motor dran. Der auch, aber das andere Teil hier, das ist ja dann auch so ein Ding. Ah, da kommt wieder ein Hund, der kriegt von mir gleich was zu futtern. Ich habe ja immer was für die Hunde und Katzen dabei, ja? Und das mache ich dann schon gerne, weil genau, das kriegt er gleich, aber erst muss er mich durchlassen, genau. Ja, jetzt habe ich irgendwas gegeben, der war an der Seite auch noch. Echt witzig. Aber gut, wie auch immer. Da ist wieder so ein Yuki. Genau die Dinger meine ich. Ich finde die echt geschickt. Gerade in Deutschland finde ich die super. Für die Älteren. Ja, im Endeffekt könnte ich mir sowas auch vorstellen als Angelfahrzeug. Angel-Yuki. Und dann kann man da gemütlich chillen. Ja, das ist richtig schön hier. Aber natürlich auch Siede ist berühmt für seine ja, Ruinen hier von früher. Also eine Reise auf jeden Fall wert. Und dann ist das halt so eine Sache. Viel Euro abgestimmt. Genau, also da kann man machen, was man will. Aber die Leute, die wollen eben nicht günstiger und wie es jetzt in Antalya ist. Und das Problem, das spüren ja zum Beispiel die Leute in Alanya jetzt auch. Die in Alanya, die sind ja auch furchtbar davon betroffen, zwecks Mieten und. Das ist ja schon. Das ist ja schon gemeinwitzig, sag ich mal. Wenn die Leute irgendwie 700% die Miete erhöhen und sagen, ja, das ist ihr Recht, also ist schon fies. Ja, man muss halt auch dagegen angehen, sage ich mal. Alle, die wo jetzt mich auch von der Auswanderergeschichte kennen, gerade die Rentner und so, von diesen ganzen Kanälen, ja, also man muss dagegen angehen. Das heißt, es funktioniert so, die Richter, die haben jetzt auch entschieden, dass die gesagt haben, okay, man muss versuchen, die Miete zum Beispiel zu bezahlen. Also man muss nicht die höhere Miete annehmen. Man muss maximal 5% akzeptieren und die 5% muss man aber zweimal versuchen, demjenigen anzutragen. Das heißt, wenn der auf komischer Weise sein Bankkonto geändert hat und dann kannst du ihm ja nicht die Miete überweisen, dann ist das für ihn schon ein Kündigungsgrund. Und das sollte ja eben keine Kündigung geben. Dann sagt man, okay, dann per Einschreiben oder die Möglichkeit eben unter Zeugen hinzugehen und das versuchen zu überreichen. So, genau. Und wenn man das dann hat, darf aber kein Familienmitglied sein, und wenn man das dann so weit hat, dass man sagt, man hat es versucht, dann geht das auch vor Gericht, eben oder durchs Gericht,
Und dann ist das halt so, dass das auch erlaubt ist. Ja, dann darf der einen nicht rausekeln, sagen wir mal so. Man zahlt eben die 5%. Das passiert zurzeit vielen in Gazi Pascha zum Beispiel. Passiert das. Und die Leute, die gehen dann halt auf die Barrikaden, aber viele halt auch die Einheimischen. Ja. Ja, ich versuche euch mitzunehmen, so ein bisschen. Ich laufe auch extra für euch ein bisschen anders heute. Genau, weil früher war ja hier das Stadttor in dem Sinne. Ja, das möchte ich ja euch alles so ein bisschen zeigen. Hier, Taxi, 200 Meter. Da geht es auch runter. Wahnsinn. Schön, 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 schön. Ja, das ist wirklich schön, die Ecke. Kann ich euch so empfehlen. Ja. Wenn jemand so ein bisschen fit ist, zu Fuß, ja, oder besser gesagt, wenn ihr keine Lust habt, dann fahrt ihr Richtung Manavgat. Da sind auf jeden Fall die Yukis und so viel günstiger. Dann könnt ihr das ausmachen, die Fahrer, die Yukis auch bei euch in der Hotel, weil vor den Hotels, ja, leider muss ich das schon sagen, dass man da regelrecht abgezockt wird. Ja, alles schon paar was. Also, hast du da eine gesagt, der wollte für einen Tag 50 Euro, 50 Euro, ich sag mal, da kannst du bloß 50, habe ja gesagt, 50 Kilometer fahren. Und dann musst du das Ding sowieso an Strom und so, ja, also dann ist eigentlich der Tag rum, sag ich mal. Und für 50 Euro, ich sag mal, so eine Strecke hier im Umkreis, ja, ich sag mal 5 Euro bis maximal, mit so einem Taxi maximale 10 Euro, also im Radius von 15 Kilometer, sag ich mal. Ja, dann kannst du mit 50 Euro schon ordentlich rumfahren, also auf jeden Fall. Alle Meter kriegst du jetzt ein Eis, da kann man halt diese Yukis auch mieten, das zeige ich euch mal. Das ist zum Beispiel hier, ja, das wünsche ich mir halt in Deutschland auch, gell? Das sind halt solche Leute, die Security sind sogar. Und das sind ja voll viele verteilt in der Stadt, sowas kann man halt dann auch mieten. Wenn es dann doch mal Ärger gibt, gell, dann funken die sich durch im Radius. Ja, ich sag mal 6 Kilometer. Funktionieren ja auch solche schlechten Funkgeräte. Und ja, im Endeffekt ist es halt so, dass man sagt, weißt du was? Ich zeige euch das mal. Das ist halt so eine Sache. Ich fühle mich dann halt auch sicherer. Ja? Das ist halt so, wenn ich so ein paar Brüder Attilas sehe um die Ecke stehen mit der, ich sag mal, mit der Kalaschnikow oder keine Ahnung, dann fühle ich mich persönlich ein bisschen geborgener als jetzt irgendwo. Ich will jetzt das Land nicht schlecht machen, aber ich fühle mich zum Beispiel in Ägypten oder so, würde ich mich niemals so sicher fühlen wie hier jetzt in der Türkei. Ja, das fehlt mir auch in Deutschland, überall, gell? Guck mal, das an. Da ist Wasser für die Hunde und Futter. Und darum habe ich auch in der Türkei immer Futter dabei. Da hier, da regt sich auch keiner auf. Da regt sich keiner auf, dass die Leute hier mitten in der Stadt Roller fahren. Oder geschweige Auto. Ohne Spoiler vorne. Ja, wird vom Roller überholt. Der Typ, der hat nicht einmal einen Helm. Das würde in Deutschland so gar nicht klappen. Vor allem bei uns in der Gegend. Da würden sich wieder alles Maul zerreißen. Ja, leben und leben lassen, Leute. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Umweltschutz, das ist ganz wichtig. Tiere sind ganz wichtig. Wenn man solche Sachen ein bisschen berücksichtigt. Aber das ist halt auch eine Charaktersache. Ja. Bei mir ist das halt so. Oh, sind die süß. Oh. Mein Gott, ist das geil. Ja. Ah, vielleicht. Fati? Joanna? Wenn es ein Mädchen wird und wenn es ein Junge wird.
Oder die da oben. Die werden mir gefallen. Ja, schöne Schuhe haben sie auch. Also, Wahnsinn, ehrlich. Hier. Zieht euch das mal ein. Geile Uhren, ey. Geile Uhren. Ich bin ja sowieso so ein absoluter Uhrfanatiker. Guck mal die grüne Rolex an. Das wäre jetzt meine. Bisschen dünner. Ohne Bling-Bling-Steine. Wäre meine. Kollege, gestern habe ich. Naja. Alles da. Was willst du mehr? Alles da. Ja. Psst. Kiss. Napel. Wahnsinn. Also hier vor allem die Altstadt, da wurde ja auch viel so gebaut, dass, hier zieht euch das rein, da hat es ohne Ende. Also was ihr wollt, hier in der Altstadt wurde ja viel Modernes und ja, dieses Alte noch vermischt, so wie hier diese Platten, sehr modern. Und da diese alten Gebäude halt, da wurde ja immer noch gebaut, also von dem her. Aber trotz alledem ist es halt hier so. Dass das, finde ich, von der Struktur her viel romantischer ist oder ja, wie woanders. Also ich merke es einfach, das ist klar, das ist wie die Hauptstraße hier durch. Das kennt ja fast jeder. Das ist so die Touristenecke. Aber ich finde es halt auch so, dass, guckt euch die schöne Moschee an. Ich finde es halt so, dass klar, am Abend wird es auch ein bisschen mehr sein, aber ich sag mal so, da wirst du doch nicht so angehaucht wie zum Beispiel in ja, Alanya oder so, wo da die Leute schon draußen stehen, oder in Manavgat, wo du dann denkst, da gibt es so ein Altbazar, wo man sich denkt, die Leute, die fangen einen ab und ja. Finde ich nicht schön. Sowas gefällt mir nicht. Aber ihr seht überall Euros. Man kann überall mit Euros zahlen. Kann ich euch aber nicht empfehlen. Werde ich auch nicht. Mache ich auch nicht. Aber ich zeige es euch einfach. Hier, könnt ihr alles besorgen. Günstig. Und noch günstiger, wisst ihr ja. Haha. Aber ihr seht, na, das sind immer noch Bauplätze. Also wenn ihr die Kohle hättet, hier. Warum nicht? Schön, wirklich. Sieht gut aus. Ja, hier Türkentauben. Wahnsinn. Das sind nur Junge. Richtig Junge. Ja, ihr seht, da ist schon richtig Zeug da, gell? Wahnsinn. Richtig gute Sachen haben die. So. Guter Leder. Richtig gutes Zeug. Das ist so ein Schuhputzer. Da müsst ihr aber immer vorher ein bisschen den Preis abklären, weil die kommen dann schon auf die Idee und verlangen irgendwie das. Ja. Auf jeden Fall mehr. Ich weiß es nur von Ankara, da hat auch einer gesagt: Ja, Abi, komm, ich mach dir das für 1 Euro. Und dann wollt ihr 10 Euro. Ja, die sind dann auch so, dass sie sagen, hey komm, wo arbeitest du? Dann fragen sie dich aus. Dann wissen sie ungefähr, hey okay, der Mann muss ja Kohle haben. Ah, da ist ein Kollege. Kollege, guten Morgen, abi. Sen nereye gidiyorsun? Ja, ben gidiyorum aşağı. Ben de gidiyorum, beni de götür. Ben götüreyim abi. Gel, beraber çıkalım. Beraber gideceğim. Çok süper, sen Kefal'a mı gidiyorsun? Ben biraz at check yapmak istiyorum ya. Arkaya mı gideyim? Ben. Sen buradasın.
Ja, das ist der Hafenbereich. Da hat jeder Platz. Abi, ben nereye gideyim? Şuraya mı gideyim? Arkaya mı atayım, bu tarafa mı atayım? Senin tarafına mı atayım? Tamam o zaman, sana kolay gelsin. Mein älterer Abi hat gesagt, du, gehst du da rüber, da sind sie. Und ich weiß es, meine Jungs, die haben auch gesagt, ich soll vorne an die Zunge gehen. Und ja, mal gucken, wer alles da ist. Vielleicht sind sie auf der anderen Seite. Aber da vorne haben sie gesagt, bei der dritten orangenen Boje, da soll ich hinfeuern. Da stehen sie anscheinend. Wahrscheinlich. Achso, das habe ich ja auch gar nicht erzählt. Also wenn ihr da mal Infos braucht oder so. Ich bin immer aktuell mit den großen YouTubern hier. Und außerdem, ja, wir haben eben WhatsApp-Gruppen. Das heißt, Wege drei Fische oder so melden sie sich nicht. Aber wenn da mal wirklich, ich sag mal, 2000 Stück gefangen worden sind an, was weiß ich, ein paar Tagen. Und das ist ja jetzt hier so gewesen. Oder viel, viel mehr. Es waren ja voll viele Angler auf einmal da. Das ist ja hier so, die kommen dann und ja, im Endeffekt, dann hauen die das in die WhatsApp-Gruppe. Wie schick, schön gemacht, okay, gefällt mir. Hier die Blumen und so, zieht euch das mal rein. Naja, auf jeden Fall, dann wird das in die WhatsApp-Gruppe geschmissen und dann kommen die alle Leute. Die kommen dann nach Feierabend, wie auch immer, kommen sie wenigstens für eine Stunde, zwei. Holen sich irgendwie ihre 20 Teile oder so und dann ja, war das schön. So sollte es ja auch sein, in Deutschland auch. Ja, im Endeffekt wird es den Leuten nicht mehr so gegönnt wie früher. Ist schade, ist wirklich schade. Ist vor allem in Deutschland. Ich liebe Deutschland, ihr wisst, ich bin ja, mein Herz gehört halb Deutschland, wenn nicht 70%, aber mir macht man es auch nicht leicht. Ich merke es immer wieder, das ist unfair, was unter den Menschen so abgeht. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt im Osten oder so lebe bei meiner Frau. Es hat allgemein einfach die Stimmung, ja, diese herzhafte Stimmung, was die Leute gehabt haben früher, ja, hat ein bisschen stark nachgelassen, sagen wir mal so. Und dann ist das immer so ein bisschen, finde ich, traurig. Weil früher habe ich gerne meinen Nachbarn geholfen. Oder gerne irgendwie gesagt, hey, weißt du was, ich gebe 1, 2, 3, 4, 5 Mal, wie ich Lust habe, und dann gebe ich halt, ja. Das kannst du heutzutage nicht mehr so machen wie früher. Das heißt, wenn du heutzutage viel gibst, dann kommt da nichts zurück. Das ist wieder so eine Mega-Gruppe. Und da merkst du, vorhin ist ein Bus um die Ecke gefahren. Das sind sie wieder. Alle. Aber das ist halt hier das Hafengelände. Das sind früher die Spanier, die Römer und so. Also die richtigen Seefahrer waren hier unterwegs. Und das ist, sind die Ruinen und so von hier. Und da vorne hat man ja auch alles zum Beispiel abgesperrt, gerade. Möchte ich euch hier auch mal mitnehmen. Hier wird das betitelt als Halsbereich. Das sind wirklich große, die Rekordfische wurden da gefangen oder werden da immer wieder gefangen. Also nicht vom Boot aus, sondern vom Ufer aus. Wahnsinn, weil da eben der Fluss, Manavgat-Fluss reinfließt. Und ja, dann ist das halt so. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Die ganze Strecke ist 7 Kilometer, glaube ich, komplett gesperrt für Autofahrer und. Auch so, da sind sie sehr pingelig, da sind auch Sicherheitsleute unterwegs, finde ich auch sehr gut. Für die Karettschildkröten, die haben da, so gesagt, zurzeit die Eier drin oder ja, sind am ja, Laichgeschäften, ja. Takatuka machen, wie auch immer, auf jeden Fall. Das ist hier der Hafen und ich mache mich jetzt da vorne erstmal breit, genau.
Und wenn ihr Lust und Laune habt oder Informationen braucht, wenn ihr da mal angeln wollt, ich kann euch die Läden empfehlen, da in der Stadt, in Manavgat. Dann geht ihr rein, für den Uni habt ihr da echt Equipment. Dann könnt ihr hier mit der Familie auch ein bisschen machen und tun. Und ich werde jetzt auch hier ein bisschen ausprobieren. Mal gucken, ob was geht. Ist der mir mal? Arkes? Was ist denn los? Bist du auch Feinschmeckerin? Ja, gut, das ist Hunde für die Wette. Bäckle! Ich habe auch was für Katze dabei. Komm. Tja. Da, bitteschön. Das ist was für Katze. Das nimmst du gerne, gell? Sarı cizmeli meme da. Mit dem habe ich vorhin gesprochen. Der ist rechts rum, ich bin links rum. Aber das ist halt mein Hotspot. Ich sag mal hier, da kann ich immer runter, kann den mit meinem Gripper schnappen. Und hier links rum können die großen Fische in dem Sinne nicht ziehen, weil ich absolute Kontrolle habe, hier rüber kann. Und hier auch. Man muss immer die Steine unten aufpassen. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Hundefutter reinschmeißen, dass da Geschmack drin ist. Ja, und dann hoffe ich mal, dass, wenn ich aufgebaut habe, dass da was geht. Genau. Und der kriegt auch gleich nochmal eine Portion extra. Der ist richtig hungrig. Dimme, küss, lan, salamsen, übakib. Hallo. Ah, den hat ein Hund gepackt am Hals. Ah, du wärst dann schön, der mir immer gewünscht hat, du Speckle. Frisst gleich eins. Genau. Hat eine Narbe am Hals, wie ihr seht. Vor allem habe ich ja für unsere Feinschmecker ein bisschen Sosis mitgenommen, also so türkische Lioner. Das essen die gerne. Vor allem, wenn die mit den Zähnen auch ein bisschen Probleme haben. Das ist ja ziemlich weich. Genau. Lass dir schmecken mal noch. So Leute, ich wollte euch kurz mein System zeigen. Ja, ich habe hier ein Jigkopf oder Bleikopfsystem, ein Gummifisch und ein Stahlvorfach, bloß so 10 cm, zwei Springer. Der untere Gummifisch ist ein Mahi-Mahi, bloß in winzig, und die kommen hier halt vor wegen dem Panama-Kanal, das ist ja damals aufgemacht worden. Die sind dann rüber und die kriegt man auch hier, also auch in groß, ja, die sind oftmals in Gazi Pascha, aber treiben sich natürlich hier auch rum. Wie auch immer. Das können die, kennen die Räuber auf jeden Fall. Und dann ein Sandaal da oben mit einem roten Kopf. Das ist eine Paternoster, Hägäne, wie auch immer, ein Springersystem. Und ja, das ist als Gewicht, das feuere ich raus. Und dann sieht es eben für den Raubfisch immer aus. Der kleine, da oben, der gelbe, der wird verfolgt von dem kleinen Mahi-Mahi. Der Mahi-Mahi wird von dem
größeren unten verfolgt. Und natürlich, der, wo ganz unten hochschießt, der holt sich nicht die da oben, der holt oftmals den da unten. Und da braucht man oftmals ein Strahlvorfach. Also da oben braucht man eigentlich kein Strahlvorfach, aber hier schon. Gut, mal sehen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass genau die zwei gleich abgerumpft werden von Kugelfischen, wie auch immer. Ja, ich habe eine 3000er Rolle da, meine Speedbremse und so. Und ja, ich habe jetzt einfach nur Spaß und ich hoffe, dass ich was ans Band kriege. Und ja, schauen wir einfach mal, gell? Ich melde mich dann, wenn ich einen Fisch habe. Und wichtig ist natürlich ein Windschutz oder Mundschutz, dass wirklich auch die Nase so nicht komplett dicht macht. Ganz wichtig, wenn man so ein bisschen windig steht wie ich. Gut, meine Lieben, dann bis später mit Fisch hoffentlich. Mehr oder weniger mache ich jetzt auf die rechte Seite. Ehrlich gesagt war es mir auch brutal zu windig hier. Also das heißt, man konnte nicht ordentlich auswerfen. Ich habe hier Urlaub, ich möchte ja nicht krank werden. Also es ist nicht so, dass es super warm ist. So, das meine ich eben. Richard, Jörg, Sophie. Wenn ihr zum Angeln nach Norwegen und so macht, klar wird es dann im Sommer auch schöne Tage haben. Aber das ist halt März hier. Und ihr seht, ich bin so hier ein bisschen mit Equipment. Hab da meine Steckroute dabei. Da mit dem Rucksack. Mehr habe ich nicht dabei. Wenn ich Hunger habe oder so, mache ich da oben irgendwo in einem Restaurant, esse irgendwie was ganz Frisches, was eventuell selber gefangen ist da oben, bereiten sie es mir zu. Wahnwitzig, ja. So ein Boot fehlt halt noch. Also, dass ich sagen kann, meiner. Könnt da drinnen übernachten und könnt hinausfahren, wie ich Lust drauf habe. Wahnwitzig, das ist richtig schön hier. Aber Schönheit ist ja relativ, genau. Ich mag es halt so, auf so einem hohen Gras im März schon zu laufen, den Wind zu spüren. Ja, und auch gegrillten Fisch draußen zu essen. Voll. Sehr windig, aber ist okay. Kann man machen. Warum nicht? Ja, alles sehr, sehr, sehr windig. Ich werde mal gucken, dass ich irgendwo eine Ecke erwische. So Leute, wir haben einige Angler jetzt hier gesagt, du, wegen den ganzen Bauarbeiten da drüben, seit ein paar Tagen sind die Raubfische vor allem weg, weil es die Kleinen eben so ein bisschen wegtreibt und dann hat es bloß die Meereschen und dann mit Brot und so angeln die das hier. Da gibt es so eine Bombenmontage, da sind tausende von Haken dran. Gefällt mir persönlich absolut nicht. So angeln die aber hier, so keine Ahnung, gefühlte 50 Haken. Aufgerollt auf so ein Stück Brot und das feuern sie dann raus und dann warten die, das schwimmt dann oben wie so ein Schwimmer und irgendwann sind die Meereschen halt da irgendwie dran. Also ob sie jetzt am Maul gehakt sind oder irgendwo an der Rückenflosse oder das ist egal, bei denen jedenfalls, das bei mir nicht, finde ich nicht so schick. Heute gibt es, was weiß ich, gibt es ja jeden Tag irgendwie Fisch, aber ich werde auf jeden Fall
heute mehr Fisch im Hotel, mehr Auswahl haben wie sonst. Aber ihr seht, ich habe jetzt hier geangelt. Hinter mir ist die Security angerückt. Finde ich persönlich immer gut. Kontrolle, ja, das ist, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und das ist halt immer das, gell? Das ist halt das. Die kommen halt, kontrollieren, trinkt ihr Alkohol, wie alt seid ihr? Ja, macht ihr verbotene Sachen, finde ich echt gut. Also hier wird es halt dann schon ein bisschen ernster genommen, wie woanders. Und finde ich auch gut so, wenn ich ehrlich bin. Und das sind immer zwei Leute, so muss es eigentlich in Deutschland oder überall auf der Welt ist es eigentlich so. Weil die dürfen ja eigentlich auch nicht alleine. In Deutschland machen sie es, aber eigentlich ist es verboten. Das heißt, wenn man Nachtwache oder Streifendienst hat, alleine, das muss man eigentlich zwecks Zeugengeschichte auch immer zu zweit machen. Ja? Guckt euch die Palme an. Wahnsinn. Hier gefällt es mir auch. Da oben ist so eine Wohnung. Der hat mir gefallen. Auf jeden Fall. Uli, küss. Bruder und deine alle immer. Was sagst du? Babe. Baby. Schickerin bin ich. Mir gefällt's ja. Könnte mir gefallen. Auf jeden Fall, wir gucken uns das alles an und dann werden wir dann mal entscheiden, ob wie. Vorbei gestern habe ich. Ja, einfach am Abend auch mal hier einfach eine leckere Pizza essen gehen. Ja. Ist halt wie in Sizilien oder ja, wer ein bisschen in Italien war, der weiß, das ist halt auch so. Oder in Frankreich unten. Lyon, da ist es auch so aufgebaut. Aber ich finde, das ist halt alles preisgünstiger. Als Paar ist das halt optimal. Wenn ihr zu Fuß echt gut drauf seid, wenn ihr ein bisschen Kultur, Land, Essen, natürlich auch das Hobby Angeln. Ich bin mehr oder weniger am Jagen auch dran, dass ich da diese ganzen alte Stadtmauer. Ich bin ja auch da dran, zwecks Jagen und so, dass man da diese Genehmigung ein bisschen anders kriegt, wie die Leute das in Deutschland anbieten. Also vor allem die Jagdtouristen. Finde ich schon ein bisschen unverschämt, wenn man, sagen wir, für eine Saunjagd, wo das die Gewaffelänge vielleicht über 15 cm geht, dass man da irgendwie 7000 Euro dafür bezahlen muss, das finde ich schon echt krass. Ja, da liegt einer, dem geht's gut. Aber wie auch immer. Bisher. Ja, das ist ziemlich groß. Man muss auch ein paar Meter laufen, aber das ist schon schön, weißt du? Das ist wirklich schön. Ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit die Leute filmen. Aber mehr oder weniger möchte ich euch natürlich schon zeigen, wie ich das sehe. Und das ist halt die Strecke, wie man halt Richtung Busbahnhof macht. Genau. Das habe ich jetzt bezahlt. Ich glaube, das waren 5 oder 6 Kilometer maximale. Ich habe bezahlt 17 Tele. Ja, ich denke mir, das sind 80 Cent oder so, müsste ich genau jetzt umrechnen. Aber der Kurs ist 1 zu 20. 1 Euro sind 20 Tele und dann kann man
für das Geld hier einfach herfahren. Das ist echt gediegen. Die Fahrt ist schon ein bisschen holprig, weil es da doch schon den einen oder den anderen Schlagloch gibt oder hügelig ist, weil da so viele Fahrzeuge fahren. Ja, im Endeffekt echt nice, wirklich, gefällt mir absolut. Und hier hat es halt dann überall solche Restaurants. Und dahinter sind auch solche Strahler. Das ist halt auch mega schön romantisch hier bestrahlt. Gerade so hier Barbara, liebe Grüße hier von Siede. Da musst du auf jeden Fall mal mit Micha her. Genau, und wenn du willst, dann machen wir das mal zusammen. Dann habt ihr ja, nicht nur einen Dolmetscher, sondern jemand, der so ein paar Leute hier in der Gegend kennt und der wo dann schon weiß, wo der Hase hinläuft. Weil viele Deutsche, die kommen halt hierher und meinen halt, ah, okay, komm, dann machst du eine Kaffeefahrt. Dann sitzt du von morgens bis abends total irgendwo von einem Termin, von einem Teppichhändler zum anderen Goldschmied und das nervt sie und dann kommen sie auch nie wieder. Und das erzählen sie dann auch so rum. Also mehr oder weniger solltet ihr sowas gar nicht machen. Das kann ich null empfehlen. Ja, außer ihr macht das wirklich so wie wir, dass ihr die Leute kennt, dass ihr sagt, hey, weißt du was, komm, dann fahren wir halt zusammen irgendwo hin. Und wenn es jetzt ein bisschen zu stressig wird, fahren wir dann, wer weiß ich, keine Ahnung, mittags Eikehre oder ja, shoppen oder. Das kann man dann halt machen, wie man will. Aber trotz alledem, das muss ja jeder selber wissen, ob der jetzt so ein billig Ding bucht und dann ja, damit einverstanden ist, dass alles Mögliche nicht passt. Also bei mir auch. Ich habe ein bisschen mich aufgeregt wegen Hotelzimmer und so. Genau, das ist halt immer so ein Ding. Ich bin da von der Hygiene her, bin ich halt schon ein bisschen pingelig. Sei ehrlich, wie es ist. Ich kann das nicht leiden, wenn da irgendwo Schimmel ist. Ich meine, Türkei, die, ja, die wissen halt nicht, wie man Silikonfuge durchzieht. Ja, mit ein bisschen Spüli in der Hand. Das wissen die nicht, ja? Weil es keiner ihnen beigebracht hat. Das sieht dann halt in den Hotelzimmern dann auch entsprechend aus, aber das meine ich nicht. Ich meine zum Beispiel, wenn Klodeckel sich, oder weiß ich, fast schon lösen oder Schimmel irgendwo in der Dusche, keine Ahnung. Flecken, komische Flecken halt, also nicht, sondern eher so von, ja, Flecken auf dem Handtuch zum Beispiel, von Lippenstift oder. Das nervt mich einfach, wenn ich sowas sehe, dann ekelt es mich eigentlich auch volle Bulle. Und dann, ja, das passiert aber. Hier müssen wir immer so überlegen, was in Deutschland, ich sag mal, 2 Sterne ist, ist in der Türkei Minimum 4. Und was in Deutschland 3 ist, ist hier definitiv 5. Also das heißt, wenn ihr 5 Sterne hier bucht, bekommt ihr eigentlich ja, maximal 3 Sterne, meine ich. Also meine Erfahrung ist so. Hier, Wahnsinn, schön gemacht. Der hat mir auch gefallen, auch noch beleuchtet wäre es schön. Kriegt ihr auch Sonnenhüte und so. Ich glaube, da besorge ich mir jetzt auch ein. Ich musste mir definitiv gleich mal so einen Anglerhut besorgen. Ja, das war jetzt schon höchste Eisenbahn, dass ich mir sowas zulege, weil jetzt wird es doch schon warm. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nichts mitgebracht. Ich habe auch den letzten Anglerhut, sag ich mal, den, wo ich so wie bei dem jetzt zusammenrollen kann, auch weggeschmissen, weil der war mir einfach auch zu eng. Also immer 2 Nummern größer euch besorgen, dann passt das. Die sind halt fein, da sind die Ohren auch drin,
Und die Farbe, wenn da mal ein bisschen Schmutz drauf ist, sieht man es doch nicht so. Und wie bei Weiß. Aber trotz alledem zieht es nicht so die Sonne an wie bei Schwarz oder dunklen Farben. Und darum die Farbe, die ist immer top. Habe jetzt einen Fünfer dafür bezahlt, aber echt okay. Ja, vor allem nach der Wäsche und nach dem Trockner, sage ich mal, sind die mindestens immer zwei Nummern kleiner. Und darum, wie bei Schlittschuhen oder ich sag mal Arbeitsschuhen, kommt drauf an welches Modell, mindestens immer eine Nummer größer. Oder ich mache es schon so, dass ich bei den Jagdhüten zum Beispiel auch mindestens zwei Nummern, wenn nicht drei Nummern größer hole, weil wenn man doch schon auf einer Treibjagd ist, sonst habe ich eigentlich kaum einen Hut an, dann habe ich doch schon mal eine Wollmütze drunter und dann hockt die oder sitzt die halt ordentlich auf dem Kopf. Wenn es mal seitlich Wind oder sonstiges ist oder regnet, brauche ich ja das. Ja, und jetzt bin ich wieder hier an meinem Platz und ich muss wieder da hinten zu dem Baum. Da fährt meiner ab, die Nummer 10. Und ja, war ein schöner Tag jetzt. Ich freue mich jetzt gleich lecker zu speisen im Hotel. Heute ist Fischtag und den, ja, man merkt einfach, wenn man stehen bleibt, wird es doch ein bisschen kühl. Aber ich liebe genau die Jahreszeit. Also, ja, wenn einer sagt, ja, der ist gerne im Juni, September oder so, ja, von mir aus, ja, wie auch immer. Ich bin in der Jahreszeit am liebsten da, weil da kann ich immer laufen ohne Ende. Hab dann eventuell halt so ein bisschen was zu trinken dabei und ja, man schwitzt halt jetzt so doll. Also gerade die Älteren kann ich das halt in der Jahreszeit auch empfehlen. Saisonbedingt, es sind nicht alle Hotels immer offen in der Jahreszeit, da müsst ihr halt gucken. Und wie gesagt, wenn ihr da Infos braucht oder so, könnt ihr euch gerne melden. Oh, das ist gut, Mensch, Meier. Wenn ihr da Infos haben wollt oder so, könnt ihr gerne jederzeit mich kontaktieren. Ich kenne hier einige Einheimische, vor allem auch Deutsche. Hier Thorsten der Alagnano, Sven und der Mamera hier von Alagna. Da gibt es noch einige Freunde der Sonne hier, Mohammed, Salam, Abi. Ja, das sind halt solche Leute, wo ich sage, die sind vielleicht jünger wie ich, aber trotz alledem, ich kann sie alle gut leiden, wegen dem sage ich ja. Trotz alledem. Leute, ich wollte euch hier die Bushaltestelle nochmal zeigen. Da kommen sie, die stellen sich hierher. Vorne steht eben das Hotel oder die Nummer auf jeden Fall. An der Seitentür stehen immer diese Hotels oder die Straßen ja, als Anhaltspunkt. Ansonsten könnt ihr da auch reingehen und die verstehen oftmals mindestens drei Sprachen, also Russisch, ja, Deutsch und Englisch. Mindestens die Sprachen zusätzlich. Ja. Klar, Muttersprache Türkisch, das ist ganz klar. Aber es gibt ja Leute, die können eventuell auch gar nicht sprechen und dann ist das trotz alledem machbar, dass die da an den Seiten eben das lesen. Und die helfen einem. Das ist richtig gut hier. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis die Tage. Bleibt anständig. Gesundheit. Würde ich wissen.